Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. In dem Projekt habe ich Uhr gebastelt mit einer Katze. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das habe ich für eine Bekannte gemacht, die ist Katzenliebhaberin, als Geschenk. Und wie ich das Ganze gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, für das Projekt habe ich mir jetzt so ein Fichtebrett geholt und da schneide ich mir das dann auf die Länge und da habe ich hier in meiner Zauberschublade, ich weiß nicht, ob man sieht, habe ich mir das mal ausgedruckt. Und zwar kriegt das eine Bekannte von mir als Geschenk. Da mache ich eine Uhr draus. Und weil die Katzenliebhaberin ist und da kommt oben drüber noch eine Katze, das schneide ich dann mit der Bandsäge schneide ich das dann aus. Und dann wird wieder ein bisschen geschnitzt. Da kommt das dann da drauf. Und wird es dann auf die Länge gesägt. So, jetzt habe ich das mal festgemacht, auch gezeichnet und jetzt säge ich das mal aus. Schon. So, jetzt habe ich das fixiert. Hier unten kommt ja dann die Uhr hin. Da brauche ich jetzt nichts mehr zu machen. Nur halt hier da die obere Kante und die Katze. Und das unten, das passe ich dann halt auch so, wie ich es halt brauche. So, jetzt tue ich das mal da übertragen. Mal, ja, will gar nicht abmachen. Ja, so zeige ich euch das mal. Ich hoffe, man sieht es. Mehr muss es gar nicht sein. Und das andere mache ich dann halt frei Schnauze. Ne? So, gucken wir mal weiter gleich. So, jetzt habe ich das alles mal vorgezeichnet, die Uhr. Wichtig, also ganz wichtig ist halt, dass die Pfote in die Uhr neu gehen, dass die ein bisschen was verdecke, weil eine Katze ist ja immer alles irgendwie egal, was Herrscher oder Frau will. Und hören halt nicht. Und von daher war das halt wichtig, also für mich, dass die Pfote in die Uhr da neu gehen. So habe ich das jetzt alles auch gezeichnet und dann kann es ans Aussäge gehen. So, jetzt sind wir hier an der Bandsäge. Habe ich das Brettchen. Jetzt mache ich mal wieder bis hier Jacht und säge das dann aus.
So, jetzt habe ich das mal so grob ausgesägt. Ich hoffe, man sieht es gut. Jetzt tue ich halt das Schleifen und dann geht es weiter mit Urvorzeichnen. Das wird dann auch ein bisschen rausgefräst. Das mache ich auch mit dem Gravier-Dings, wie ich es gemacht habe. Ja, dann mache ich erst mal wieder hier Ordnung. Sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Kante ein bisschen geschliffen. Der Schwanz habe ich ein bisschen dünner gemacht. Gefällt mir das besser. Und habe hier schon einmal ja, die einzelnen Dings auch gezeichnet von der Uhr. Jetzt wollte ich das eigentlich nur so die Linie ein bisschen noch gravieren. Jetzt habe ich aber gestern bei YouTube der Kreativbär geguckt, der hat dann auch so dreidimensional eine Schale gemacht. Könnt ihr euch gerne mal auch gucken, sehr gut geworden. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich hier auch ein klar bisschen das dreidimensional, wie so eine Art Relief, die Katze mache. Nicht so viel, aber dass es ein bisschen schöner aussieht, wie wenn ich jetzt nur die Linie da ja, noch gravier, dass es ein bisschen tiefer ist. Dazu habe ich hier mein Messerchen und da tue ich jetzt so die Linie, wo ich es tiefer hauen will. Tue ich das jetzt auch ein bisschen. Dann habe ich hier Stechbeitel, lehne ich das mal dahin auch. Dann kann ich das so ein bisschen so, die Kante habe ich jetzt alle mal ein bisschen verschliffen. Weil das mal da so ein bisschen im Licht. Dass man das besser sieht. Ah ja, so. Ja, so kann man das lassen. Jetzt hole ich dann die Graviermaschine mal aus dem Verlies. Und mache ich dann noch da am Kopf. Kante noch ein bisschen bearbeiten. Ja, und so gefällt mir das schon besser, dass das ein bisschen reliefartig ist, als wenn ich jetzt nur die Linie mit dem Gravierer nachgezogen hätte. So, ah ja, so sieht man es gut. So, hole ich mal mein Chrom aus dem Verlies und dann kann es weitergehen. So, hier habe ich jetzt mal die Maschine aus dem Schrank geholt. Hier habe ich ja noch einmal so ein Kästchen, wo mal ganze Sachen drin sind. Das kann man auch noch mal aufmachen. Da unten habe ich noch mehr Schleifscheibe, alles was man halt so braucht. So, hier ist wieder die Katze.
habe ich das jetzt alles mal geschliffen, so mit der Hand. Jetzt gehe ich mal ein bisschen mit der Maschine noch bei. Und ja, später dann noch einen anderen Schleifkopf drauf, um die Feinheiten. Und ganz zum Schluss mache ich dann mit meiner anderen Maschine, kriege dann einen ganz kleinen Aufsatz, mache ich dann noch die Feinheiten. So, haben wir jetzt alles da. Lege mal los. So, hier habe ich mir das jetzt noch mal neben drauf gelegt, dass ich gucken kann, wo ich ein bisschen mehr, dass ich schleifen muss. So, machen wir das Ding mal auf. So, jetzt habe ich die andere Maschine und jetzt mache ich dann die Feinheiten noch. So, neuer Tag. Jetzt habe ich Ihnen das mal aufgezeichnet fürs Uhrwerk. Da habe ich einen Pfostenbohrer, mache ich das grobe erst einmal mit dem Pfostenbohrer und der Rest wird dann später ausgestimmt. So, fangen wir mal an. Ich habe das jetzt alles soweit eingestellt. Gucken wir mal, wie es funktioniert. Ist das gut so? Und das andere mache ich jetzt mit dem Stemmeisen.
baust du mal ab und dann kommt er wieder dazu. So, jetzt habe ich das ausgestimmt fürs Uhrwerk. Nicht ganz perfekt. Naja, was heißt ausgestimmt? Oft habe ich auch gekratzt und geschabt. Man sei verziehe. Ich nutze halt das Werkzeug, ja, wie ich es halt aussetzen muss. Das kann man lassen. Also das Brett ist knapp, habe ich gemessen, 2 cm. Und anderthalb habe ich jetzt tief. Und ja, und hier habe ich dann das Uhrwerk. Jetzt bohre ich da in der Mitte das Loch aufs Maß. Und dann gucken wir mal, ob das langt oder ob ich da noch ein bisschen rausnehmen muss. So, gehe ich mal ans Bohren. So, Uhrwerk ist jetzt drin. Wie man sehen kann, muss ich noch ein bisschen wegnehmen. Von vorne habe ich jetzt mal so leicht festgeschraubt. Das ist jetzt soweit erledigt. Das tue ich jetzt noch ein bisschen schleifen. Und ja, und dann geht es ans Bemalen. Die Katze will ich ein bisschen farbig gestalten. Und hier die Punkte. Das mache ich dann alles ein bisschen schwarz. Ob ich jetzt Zahlen hinmache, weiß ich noch nicht genau. Das überlege ich mir dann beim Arbeiten. So, ist der Arbeitsgang jetzt auch erledigt. Jetzt machst du mal wieder Ordnung und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt alles noch einmal abgeschliffen. Hier habe ich mir jetzt ein bisschen Braunau gemischt, ein helles. Und jetzt bemale ich erst einmal die Katze. Fangen wir mal an. So, ist jetzt mal bemalt. Das lasse ich jetzt mal trocknen. Ich habe wieder Dispersionsfarbe. Das geht ja dann recht schnell. So, ganz normale Tube da, kennt ihr ja alle. Und da brauche ich keinen teuren Lack oder sonst irgendwas. Die kriegst du ja schon vom Markt. So, jetzt lasse ich das mal trocknen. Dann gucke ich mal, ob es zu dunkel oder zu hell ist. Wenn nicht, mache ich es noch einmal ein bisschen heller. Und ja, und das, was ich graviert habe, das mache ich dann, habe ich hier so ein Grau, habe ich mir da gemischt. Das nehme ich für Bildermale. Und mache ich dann an der Katze noch ein bisschen so Grau. So, jetzt lassen wir das erst mal trocknen, dann geht es weiter. So, das ist jetzt trocken. Mit der Farbe bin ich zufrieden. Das lasse ich so. Jetzt habe ich hier auf dem Karton ein bisschen weiß und habe einen Pinsel mit, ja, feste Borste, sagt man bei uns. Weiß gut, wie das heißt. Brauche ich den jetzt? Schlägt das Motto ruf. Jetzt tue ich da wieder so stupse, dass ich ganz wenig Farbe vom Pinsel habe. Und dann tue ich hier so ganz leicht bisschen das Fell auch deute. Dann tue ich das mal runter.
bisschen. Na, zeige ich euch das noch einmal. Und dann mache ich mit dem Braun, mache ich noch ein bisschen dunkel. Und da, wo die Schattierungen dann sind, tue ich noch ein bisschen mehr mit dunklerem Braun. Und dann nehme ich das Grau, mache das an und alles. Und dann, ja, war es das schon. Lass ich dann die Finger weg. So. Das nehme ich jetzt von dem Braun. Ups, acht grüne Neune. Das mache ich jetzt von unten nach oben. So, wie das halt so ist, war der Akku leer. Ja, wollte ich das aber noch fertig machen. Habe ich jetzt da die Katze ein bisschen bemalt. Nehme es mal ein bisschen in die Hand. Dann kann man das besser sehen. Da unten die Skala fürs Uhr weg. Ja, habe ich das halt jetzt fertig gemacht. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Klarlack drüber. Und ja, dann ist Uhr weg neu und dann ist es auch schon fertig. Zeige ich euch das dann noch einmal. So, die Uhr ist jetzt fertig. Jetzt habe ich den Klarlack über Nacht trocknen lassen. Habe jetzt das Uhr weg neu gemacht. Wie man sehen kann, funktioniert. Zahlen habe ich jetzt also keine mehr drauf gemacht. So gefällt mir das besser. Ich hoffe, das Projekt hat euch wieder gefallen. Falls ja, gerne einen Daumen nach oben. Mal ein bisschen näher. Da die Katz. Ziffernblatt. Ohne das habe ich Natur gelassen. So. Habe ich das Projekt jetzt auch beendet. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und kann ich das jetzt wieder abschließen und gucke, was ich als nächstes bastel. Okay, dann war's das. Bis bald. Ciao.